Moin Freunde und herzlich willkommen im neuen Video oder auch schon fast im neuen Jahr. Das Jahr ist schon wieder fast herum. Krass, ging die Zeit schnell vorbei und ich muss euch allen danken. Danke für euren Support. Vielen Dank. Dann nochmal ein Video reinhängen, wo es dann ums Skaten nochmal so ein paar, die letzte Session nochmal eingefangen, die ich in diesem Jahr abgehalten habe. Eigentlich so passiert auf meinem Kanal? Was hat sich verändert? Was ist krasses passiert? Hier sieht man nochmal alle Stats in Echtzeit. Viele, viele Abonnenten. Aktuell sind es 2695 Abonnenten. Hammer, ey. Das ist krass. Ich sehe es ja auch immer wieder, wie sich die Abonnenten erhöhen. Ganz am Anfang, wo ich die Pause hatte, ein Jahr lang Pause gehabt, da gingen die Abonnenten runter und mal vielleicht einer dazu und jetzt, ey, mega krass. Danke für euren Support. Vielen Dank für dieses Jahr. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr
passieren würde. Aber dieses Jahr war es schon echt krass. Definitiv hochgegangen. Auch meine Wiedergabezeit an Stunden sind auf jeden Fall hochgegangen. Plus 209 Abonnenten in den letzten 28 Tagen. In 2020 gesehen plus 259. Hier nochmal die Aufrufe, die Wiedergabezeit von euch, die jetzt meine Videos geschaut haben. Mega cool. Und in den letzten 7 Tagen plus 72 Abonnenten. Das ist natürlich für den einen oder anderen YouTuber da draußen nicht oder keine krasse Sache irgendwie. Das ist nicht, ja, manche machen natürlich viel, viel mehr im Durchschnitt. Aber für mich, für meinen Kanal und oder für uns, für mich und meine Boys, die leider in dem Video jetzt leider nicht dabei sein können, auch durch Corona und allem, müssen wir halt momentan ein bisschen kreativ sein, sonst hätten wir das Video halt auch mit den Boys zusammen gemacht. Aber ist halt jetzt auch so, machen wir das Beste draus. Hauptsache, wir bleiben alle gesund da draußen. Meine Reichweite hat sich auch definitiv erhöht in diesem Jahr. Auch die Aufruhr, alles hat sich erhöht hier bei mir. Umsätze, wie man sehen kann, habe ich hier nichts. Ist alles leer, weil ich halt keine Umsätze habe auf YouTube, weil ich natürlich auch keine Werbung auf meinen Videos schalte zurzeit. Kann ich auch nicht, weil ich gar nicht die Aufrufzahlen habe, um ja meine Werbung zu schalten. Da braucht man so und so viel Aufrufe und Wiedergabezeit, die ich halt nicht erfülle. Ist auch gar nicht so schlimm. Werbung ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist halt euer Support. Es ist krass, mega. Vielen Dank für das Jahr 2020. Vielen, vielen Dank für euren Support. Das sage ich auch nicht nur in meinen Namen, auch den Namen von den Jungs, die leider jetzt gerade nicht dabei sein können. 2021 wird sich auf jeden Fall krass auch nochmal ändern auf dem Kanal. Es hat sich ja jetzt schon langsam am Ende des Jahres nochmal was verändert. Zum Beispiel der Livestream-Channel, der jetzt dazu gekommen ist, wo ich auch nicht mehr alleine streame, sondern auch der Kevin mit streamen wird oder schon am Streamen ist. Dann die Reaction-Videos, die Livestreams, wo ich Reaction mache, wo ich mir andere Videos von euch angucke oder von anderen YouTuber, darauf halt reagiere. Und wir werden auch eine Webseite haben, wo dann wahrscheinlich auch so ein kleiner Merchandise-Shop drin sein wird. Aber das ist alles noch im Aufbau. Und da checken wir mal ab, wie das laufen wird und wie sich das alles so verändert. Mit anderen Produkten so ein bisschen zu kooperieren und da ein bisschen Werbung nochmal mit reinschalten. Natürlich Skate for Happiness, alles klar, wie gesagt, ist freie Werbung. Wir kriegen da keine Produkte oder irgendwas geschenkt oder so. Klar, Kleinigkeiten, wie jetzt auch mal von Peak Skate Co. den Kackhurfen, den wir geschenkt bekommen haben, oder Sticker von Skate for Happiness. Aber der Rest ist eigentlich alles freier Support. Wir kriegen da keine krasse Unterstützung. Das machen wir einfach so, weil wir die Produkte oder die Leute dahinter cool finden. Und das möchten wir auch weiterhin so machen. Auf jeden Fall auch nächstes Jahr noch mal ein bisschen was für euch vorbereitet, was dann euch auch erwarten wird. Natürlich auch die Gewinnspiele werden natürlich dann auch noch mal ein bisschen kommen. Da haben wir ein paar Sachen für euch, kann ich jetzt schon mal anteasern. Ein paar coole Sachen, wo wir dann auch noch mal ein paar Sachen raushauen werden für euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Rutscht gut rein ins nächste Jahr und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder gesund wieder. Feiert nicht zu krass. Wie gesagt, Corona ist da. Bleibt am besten zu Hause. Wir bleiben halt auch zu Hause. Oder ich und meine Familie. Wir bleiben auch zu Hause. Wir machen Raclette ganz gemütlich, ganz chillig. Keine Böller, nichts. Ja. Ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich möchte auch hier nicht den krassen Prediger oder sowas jetzt hier raushängen lassen. Jeder trägt seine Verantwortung bei sich selbst. Vielen, vielen, vielen krassen Dank für euren Support. Leute kennengelernt. Ja, sehr, sehr interessantes Jahr. Mal gucken, was jetzt so nächstes Jahr kommt. Dankeschön. Wir sehen uns. High Five.